uns prinzipiell zwei Kategorien von Gründen genannt, warum wir die PKK von der Terrorliste streichen sollten. Ich glaube, die Gründe sind einerseits moralischer Natur im Sinne von, die PKK verdient das. Die PKK ist irgendwie eine Partei, die irgendwie ein Recht darauf hat, jetzt irgendwie ihren Krieg weiter fortzusetzen, ihren Kampf weiter fortzusetzen. Und zweitens sind das Gründe, die pragmatischer Natur sind. Und wir glauben auf Seiten dieser öffnenden Opposition, beide Formen von Gründen sprechen für uns. Ich gehe kurz auf Felicias Rede ein und werde dann euch erklären, warum wir glauben, dass es auch aus dem großen Prinzip von staatlicher Integrität nicht zu befürworten ist, die PKK zu unterstützen. Was hat sie uns gesagt? Sie hat uns gesagt, naja, wir brauchen irgendwie die PKK für den Kampf gegen den IS. Wir haben nicht verstanden, warum es nicht andere Möglichkeiten gibt, gegen den IS zu kämpfen, warum wir nicht weiter auf eine UN-Resolution hinarbeiten sollten, warum wir nicht die Kooperation mit den Peschmerga-Kurden ausbauen sollten, warum wir nicht uns irgendwie an den US-Luftschlägen beteiligen könnten. Und wir haben aber gehört, dass es die Idee gibt, der PKK Waffen zu geben, und wir glauben, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen den Peschmerga-Kurden und der PKK und dass die PKK eben weiterhin an ihrem Ziel festhalten wird, was sie auszeichnet später, eine Partei zu sein, die vorhat, prinzipiell einen eigenen Staat mit Waffengewalt durchzusetzen. Die PKK hat sich eben anders direkt zurückgezogen. Ja, aber was die PKK immerhin noch 2011 gemacht hat, irgendwie, wenn wir über die PKK reden, ist Anschläge. Das ist 2014. Die haben, 2014, hast du mal auf dem Tacho geguckt, das sind nur 3 Jahre später. an dem Ziel hat sich nicht besonders viel geändert. Die PKK, hat gesagt, sie verübt im Moment keine Anschläge mehr. Sie hat nicht gesagt, dass sie das in Zukunft nicht wieder tun wird. Sie haben gesagt, sie werden sich mit Waffengewalt weiter verteidigen, wenn sie jemand angreift. Und ihr Ziel, mit Gewalt im Notfall einen eigenen kurdischen Staat durchzusetzen und die staatliche Integrität der Türkei und des Iraks und auch des Irans damit zu gefährden. An diesem Ziel halten sie weiterhin fest, anders als andere Kurden, die versuchen, ihre Interessen innerhalb eines bestehenden Staates durchzusetzen. Das unterscheidet die PKK massiv von den anderen kurdischen Gruppierungen in dieser Region. Und jetzt sagt diese Regierung, naja, irgendwie die PKK, die ist ja irgendwie auch, hat ja auch legitim, dass sie das machen, weil die werden irgendwie auch diskriminiert und die EU ist ja gegen Diskriminierung. Wogegen die EU vor allen Dingen ist, dass jemand sagt, mit Waffengewalt wollen wir staatliche Grenzen schießen und wollen dort versuchen, einen eigenen Staat auf Kosten von Leben von Menschen zu errichten. Dagegen ist die EU vor allen Dingen. Also möchte ich gerne von euch wissen, wie die Interessen der EU damit zu vereinbaren sind. Das habt ihr uns noch nicht erklärt. Und auch warum, wenn man der PKK eben Waffen gibt, das ein Anreiz zur Diplomatie sein sollte. Auch das glauben wir nicht. Hier wurde gesagt, die Türkei wird eher Verhandlungen mit der PKK aufnehmen und wird dann mit denen zusammenarbeiten. Nein, die PKK werden dort als Kriminelle angesehen. Eben nicht als irgendwie ein Sprachrohr aller Kurden in dieser Region. Und die Türkei wird das eben als einen wahnsinnig verprellenden Akt wahrnehmen, dass wir sagen, wir geben denjenigen, die euren Staat mit Waffengewalt bedrohen, Waffen. Und wir nehmen die von der EU-Terrorliste. Wir sagen das, und damit werden wir nämlich ein Signal setzen, dass wir sagen, eure Ziele, so wie ihr sie formuliert, sind okay. Und darauf geht ihr bitte in eurer nächsten Rede nochmal ein. Und auch, dass die Aktivitäten der PKK besser werden und dass sie irgendwie jetzt so wahnsinnig demokratisch sind, nein, das sehen wir nicht. Die PKK sind, wie gesagt, nicht die einzige Vertretung der Kurden in dieser Region und deren Ziel bleibt eben im Zweifelsfall mit Waffengewalt diesen Staat durchzusetzen. Das zu dem, was uns die erste Regierung hier erzählt hat. Darauf, was die PKK eigentlich ist, was hier so schön dargestellt wurde, habe ich ja jetzt eben schon in meinem Rebuttal erklärt. Und dass deren Ziel eben diesen eigenen Staat zu erstellen und das im Zweifelsfall auch mit Eskalation und mit Waffengewalt bestehen bleibt, das habe ich euch auch erklärt. So, und wir glauben, weil sie eben terroristische Anschläge verübt haben, weil 3 Jahre irgendwie eine verdammt kurze Zeit sind, so weltgesamtheitlich gesehen, und weil sie an diesem Ziel weiter festhalten und weiterhin in diese Richtung agieren, glauben wir, es ist eine gute Sache, dass sie weiterhin auf der EU-Terrorliste bleiben. Und wir glauben, sie sollten da drauf bleiben. Wieso rufst du Schottland an, mit Gewalt ihre Unabhängigkeit voranzubringen? Dann betrachten wir doch mal rein pragmatisch gesehen, weil dieser Regierung ja auch viel irgendwie so am Pragmatismus gelegen war, also was für ein Signal wir damit überhaupt aussetzen werden. Was sind die Konsequenzen, wenn wir die PKK von der Terrorliste nehmen? Naja. Erstmal, was für ein politisches Signal geben wir an die Türkei? Die Türkei ist wichtig für uns. Die Türkei ist ein wichtiger Partner, die Türkei ist ein NATO-Mitglied und wir brauchen die Türkei, pragmatischer Grund, im Kampf gegen den IS. Wir brauchen deren Unterstützung, wir brauchen deren Hilfe für die Flüchtlinge und wir brauchen auch deren militärische Stärke. Wir wollen auch, dass die Türkei weiterhin an uns am Westen orientiert ist und dass sie mit uns kooperiert. Wenn wir jetzt aber die PKK von der Terrorliste runternehmen, dann sagen wir, in your face, Türkei, wir finden es okay, wir erwägen sogar, denen mehr Waffen zu geben, denjenigen, die sagen, wir haben Terroranschläge verübt, Wir setzen Gewalt gegen euch an, um euren Staat aufzubrechen, weil wir glauben, uns steht ein eigener Staat zu. Und wir glauben, dass wir damit rein pragmatisch das Vertrauensverhältnis mit der Türkei nachhaltig zerstören und dadurch gerade in der Zusammenarbeit, wenn ihr aus Seiten der ersten Regierung sagt, Kooperation gegen den IS ist notwendig, dann ist das hier ein massiver Nachteil für eine mögliche Zusammenarbeit. Dann wird die Türkei sagen, das können wir auf gar keinen Fall akzeptieren. Auch dass sie sagt, die werden so harmonisch dann mit denen zusammenarbeiten. Nein, das werden sie nicht, weil es in deren Augen Kriminelle sind. Und auch im Kampf gegen den IS
glauben wir, ist das nicht wünschenswert, weil wir eben da die Türkei brauchen, wie gesagt, für Flüchtlinge, für die Unterstützung. Genau. Und zweitens, was wir damit auch machen, ist, wir sorgen für Instabilität in dieser Region. Weil mit diesem Signal, dass wir eben sagen, wir finden es okay, wenn da Gruppen und das gerade aufgrund von ethnischen, vielleicht sogar von religiösen Konflikten dann ihre eigenen Staaten errichten, dann brechen wir dadurch die Stabilität, die wir vielleicht gerade durch die Türkei, die in dieser Region ein relativ stabiles Land ist, dann brechen wir dadurch diese Stabilität auf. Und dieses Signal, was wir dort auch insgesamt an die Leute, die dort in dieser Region senden, ist eben, wenn dort jemand versucht, weil er sagt, ich gehöre irgendwie einer bestimmten Volksgruppe an, gegen staatliche Grenzen mit Waffengewalt zu demonstrieren und ich verübe Terroranschläge, dann finden wir das okay, Philipp. Aber glaubst du nicht, dass es ein wichtiges Signal an die Türkei ist, dass wenn ihr ein potenzielles EU-Mitglied seid, dass ihr nicht das Recht habt, mit Minderheiten in eurem Land so massiv zu unterdrücken? Okay, genau, das ist dieser prinzipielle Punkt, das ist dieser moralische Punkt. Das waren jetzt viele pragmatische Punkte, aber ich glaube, es gibt auch noch eine moralische Überlegung, warum wir das Prinzip der staatlichen Integrität an dieser Stelle schützen sollten. Und zwar, es gibt eine kurdische Partei, die auch eben in der Türkei, innerhalb der Türkei für ihre eigenen Rechte kämpft. Und wir glauben, ja, es ist schlimm, wenn wir Gruppen haben, die innerhalb eines Staates eine gewisse Form von Diskriminierung erfahren. Aber solange die nicht von dem jeweiligen Staat abgeschlachtet werden, glauben wir, ist es wichtiger, dass diese Gruppe versucht, ihre Interessen innerhalb eines bestehenden staatlichen Systems durchzusetzen und dass die Lösung nicht sein kann, dass sie sagen, wir versuchen mit Waffengewalt einen eigenen Staat durchzusetzen. Warum? Weil wir glauben, dass staatliche Integrität, und deswegen sagt man überhaupt im Völkerrecht, dass Segregationsbewegungen, Sezessionsbewegungen, dass die hochproblematisch sind. Weil man dann nämlich aus allen möglichen Gründen weitere Kriterien erfinden kann, warum man neue Staaten bauen sollte. Und dass die staatliche Integrität ein super schützenswertes Prinzip ist. Darauf wird Pega auch in ihrer Rede noch weiter eingehen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber genau. Und weil wir eben glauben, dass wir dieses Prinzip auch auf einer moralischen Ebene schützen sollten und dass deswegen, was die Kurden machen sollten, sich einer friedlichen Bewegung anschließen und innerhalb der Türkei für ihre Rechte einzustehen. Und dass das nicht der Grund sein kann, warum wir denen Waffen geben, warum wir diese Region destabilisieren, warum wir die Türkei verstellen und warum wir das Signal senden, staatliche Grenzen können mit Waffen gekämpft werden. Vielen Dank.